weiss, wie steht der Wind. Ey, schau mal raus, sitzt du bequem? Wenn nicht, ist kein Problem, ich krieg das hin. Und es geht los und jetzt auf gleich, wenn du dich traust. Doch wir umfahren den Rest und nehmen Wege, die wir noch nicht kennen. Denn ich steh nicht gern im Stau. Ich kann dich, wenn du willst, gern ein Stück mitnehmen. Und es geht los von jetzt auf gleich, wenn du dich traust. Doch wir umfahren den Rest und nehmen Wege, die wir noch nicht kennen. Denn ich steh nicht gern im Stau, ich steh nicht gern im Stau. Das Bild taucht einfach auf und es lenkt sich fast wie von allein. Kein rotes Licht, dafür mehr blau. Du hast keinen Plan und wir brauchen keinen. Ich kann dich, wenn du willst, gern ein Stück mitnehmen. Und es geht los und jetzt auf gleich, wenn du dich traust. Doch wir umfahren den Rest und nehmen Wege, die wir noch nicht kennen. Denn ich steh dich gern im Stau. Ich steh dich gern im Stau. Ich steh dich gern im Stau. Da komm ich auf die Idee, einfach einen anderen Weg zu gehen. Immer wenn ich was Neues ausprobiere, lauf ich wie barfuß über Glas. Manchmal macht mir in der Nase nach, einfach das unbeholfene Spaß. Hey! Gar kein Durchkommen bis zu dir. Servus, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen hier im Tape TV Studio 1 bei On Tape. Geht's euch gut? Berlin Weißensee. Schön, dass ihr da seid. Schaut gut aus, oder? Sieht sehr gut aus. Sehr verschwitzt seht ihr aus. Ja, aber heute ist gar nicht so heiß. Ist euch heiß? Nö, oder? Nein. Euch? Ja, ein bisschen. Hier, ich hab dir ein Mikro mitgebracht.
Ist aber geil so, heiß cool. Ist cool. Ja, einfach mal so, als kleines Gastgeschenk. Wie geht's euch denn gerade? Uns geht's auch sehr gut, ja. Was macht ihr denn gerade? Wir spielen im Keller Musik bei euch. Das ist schön. Es ist gar nicht im Keller. Es wirkt aber es sieht so aus. Ja, es ist richtig. Es ist eine alte Werkstatt. Ihr geht bald wieder auf Tour. Seid ihr denn so Streber und übt es vorher oder läuft es mittlerweile? Wir versuchen das wie Streber zu machen, aber kriegen es nicht immer hin. Warum? Weil die Band im Prinzip auch andere Projekte hat. Philipp Milner zum Beispiel hat ein Projekt, das heißt Hundreds, ist viel unterwegs. Ach so, ja. Und Malik hat ein Projekt, das heißt Marbert Rosel, ist auch viel unterwegs. Juhu! Koli ist mit Jazzmagnet unterwegs und im Prinzip ist die Band die ganze Zeit unterwegs. Ja. Alle sind eigentlich unterwegs. Nur weg und wir versuchen zusammenzukommen, zu proben, um wieder Clueso-Musik zu machen. Aber ihr seid im Endeffekt schon Streber und übt vorher. Ja, natürlich. Wir versuchen so die Schrauben ein bisschen fester zu ziehen, damit wir lockerer spielen können. Okay, dann wollen wir gleich ein bisschen reden. Wir gehen dazu okay. Rüber, aber wir wollen es nicht einfach so machen, weil wir von On Tape, wir haben ja eine Hausband. Ah ja, okay. The Unimportant People. Wie geht's euch? Geht's euch gut? Fantastisch. Und die haben ein tolles Lied vorbereitet für euch, nur für euch, weil sie euch so gern haben. Sehr und gut. Vielleicht könnt ihr es ja spielen, während wir zu unserer gemütlichen Sitzecke rübergeht. Und ihr müsst dann vielleicht rausfinden, warum gerade dieses Lied. Okay. Fantastisch. Sehr gut. Ihr habt es erkannt? Ja, das war die Hausband mit den Gorillas. Genau. Und warum? Bleibst du auch von den Gorillas. Warum Gorillas, glaubt ihr? Weil ich die sehr mag und ich dir eine Liste gegeben habe von Songs, beziehungsweise die ich mag. Ich mache diese Liste eigentlich immer Anfang des Jahres, weil das kommt sehr oft. Ich habe eine neue Liste gemacht, also die kann ich dir auch geben, die von heute. Ja? Aber Gorillas mag ich sehr. Vor allem Damien Albarn finde ich sehr cool und ja, das mag ich. Ja, wir haben ja auch gleich eine super Frage auf der Chatwall. Würdest du mal gerne mit Damien Albarn gemeinsame Sachen machen? Unheimlich gerne, ja. Ich find ihn extrem cool. Ich finde die Denke cool. Das, was so rüberkommt, was man aus den Medien mitbekommt, finde ich sehr, sehr fresh. Ja, wir haben auch überlegt, ob es da Gemeinsamkeiten gibt. Und wir glauben ja, weil er auch so genreübergreifend arbeitet. Der bleibt da nicht so in einem. Du hast dein Jazz-Trio, Stüber Philharmonie, dein normales Projekt, was man kennt. Ihr spielt in tausend anderen Sachen noch mit. Siehst du das genauso? Wärst du gerne der deutsche Damien Albarn? Nee, so kann man das nicht sagen. Ich finde es cool, wenn das andere Leute auch machen. Einfach erst machen, dann gucken. Wobei ja Gorillas ein ziemlich ausgechecktes Projekt und auch Produkt ist. Sehr cool. Mit diesen Comiczeichner zusammen. Und ich bin weniger so ein Konzeptmensch, deswegen begeistert mich das aber auch, wenn das andere Menschen so langfristig planen. Und ich mag natürlich, wenn die Grenzen verschwimmen. Also wir haben noch ein Projekt, das heißt Disco Stress. Wir spielen mit einem Jazz-Trio zusammen, wo aber eigentlich vier Leute sind das, oder? Wir sind zu fünf. Du und Trio. Trio mit vier Leuten und ich. Trio mit vier Fäusten, genau, und du. Du hast ja früher Rap gemacht. Ja. Das wissen ja viele. Viele kennen dich aber natürlich erst aus der Zeit, wie wir dich jetzt so kennen. Aha. Kannst du mal dich an einen deiner ersten Rap-Songs für uns erinnern und uns vielleicht ein paar Zeilen davon mal... Joint. Oder? Das wäre doch schon ganz okay, mal, oder? Und das Tolle daran ist, wir haben es natürlich nicht vorher abgesprochen. Nee, mir fällt doch keiner ein. Ach komm, so lange ist es doch noch nicht her, gerade mal 10 Jahre, oder? Ja, es gibt ja, wenn es der erste Rap-Song ist, da war ich 15, das ist schon länger her. Aber einer von deinen, wo du, vielleicht, sagen wir so, einer, auf den du stolz bist, an den erinnerst du dich doch so. Okay, oh Mann.
Heiter bis wolkig, ah, heiter bis wolkig, okay. Ich und der Puls dieser Zeit, wir bleiben am Flow. Das überschauliche Feeling gibt meiner Glanz und Niveau, so vieles mitzubekommen. Erleichtert mir so, Raps zu schreiben, damit ihr vor Begeisterung tobt. Ich weiß schon wieso, ich rausgehe in der Rolle, die mir einfällt. Zufriedenheit liegt im Entscheiden, wer ich sein will auf meinem Feld. Bis mein Fokus sich einstellt, klimpert in meinen Taschen gute Laune wie Kleingeld. Ich seh Ladies wie Joints gut gebaut. Im Takt schiebt sich mein Schuh durchs Laub. Durch den Park wie Bergablauf. Die Stufen rauf. Stehe am Bahnhof, Leute, stürme es hier im Zug heraus. Ich bin soweit, gleich beginnt für mich die Zeit zu genießen. In diesem Sinne bin ich für mich bereit, bemalte Züge zu sehen auf übersichtliche Weise, wie ein tatter Gitarrist auf der richtigen Seite. Hey! Hey! Dankeschön! Ja, hätte also auch mit Rap funktioniert noch weiter. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, ja. Ja. Wir müssen mal ganz kurz, wenn ich mal zur Hausband drüber schaue gerade, in dem Moment, ja, dann fällt mir auf, Alex, seit wann hast du eigentlich diesen Bart? Der war doch das letzte Mal noch nicht da. Das ist in Berlin echt witzig. Wir haben vorhin einen Typen getroffen. Ich dachte, das ist ein Hausmeister, aber es war so ein Styler. Ach so. Bei uns fangen die Typen dann an zu sagen, jo, 50 muss vorbei. Aber in Berlin ist das der Style. Das ist ja, echt ich cool. Bin Hausmeister. Du bist Hausmeister. Das ist eine Abkürzung. Du bist der Hausmeister von der Hausband. Ja, so sieht das aus. Hey. Sehr gut. Ja, warum hast du das? Wette verloren oder was? Nee, das war zur Damenabwehr gedacht und das hat auch ganz gut funktioniert. Aber ich glaube, ich werde mich demnächst davon trennen. Ja, kannst du ja während der Sendung noch abrasieren oder was? Das mache ich. Ja? Das habe ich fest vor. Okay. Ich tue es. Das wäre sehr nett. Danke. Wenn wir so auf dein Mixtape schauen, wir fragen ja die Künstler immer, bitte ein Mixtape, mal schauen, was da für Musik drin ist. Bei dir muss ich sagen, ich habe mich sehr wiedergefunden, auch bei meinem persönlichen Geschmack. The Streets natürlich großartig, Apparat, Coldplay, Phoenix, The Roots und Beck. Ja. Fand ich ja geil. Beck ist super, ja. Findest du auch so, warum? Auch so ein Typ, der praktisch macht, worauf er Bock hat, wo man, man kauft im Prinzip ein Back-Album, um zu wissen, was er als nächstes macht. So. Wobei ich bei dir immer so das Gefühl habe, du hast immer alles unter Kontrolle. Bestimmt. Schon, oder? Das ist ein Control-Freak, absoluter Control-Freak. Im positiven Sinne, ja. Ja. Da werden wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Wir werden auch gleich noch ein bisschen Tape-Roulette machen. Da ist Kontrolle nicht angesagt. Ja. Und während ihr jetzt wieder rübergeht und gleich nochmal Musik macht, hat die Hausband nochmal Musik für euch von jemandem, der die Kontrolle nicht so hatte. Zumindest am Schluss. Okay. Dann geht ihr mal wieder. Besser rein und
wenn du dann mal Zeit hast, bring's mir doch vorbei. Es liegt in deiner Küche, weißt du, ich hab Angst um Dinge, die schnell kaputt gehen können, die man noch gebrauchen kann. Es klopft in deiner Tasche und pocht, weil du nicht siehst, wie ab und zu dein Kamm kratzt oder dein Kajalstift piekst. Ich bin in Gefahr, ich kann nicht lang ohne leben. Fass dir ein Herz, ich werd's sonst nicht überstehen. Hast du kein Herz, du musst mir meins wiedergeben. Wird Zeit, dass du das merkst, sonst muss ich mir eins stehen. Auf deinem Desktop, gespeichert unter meinem Namen. Schick's mir doch per E-Mail, ich würd's gern wieder haben. Ich glaub, es liegt an der Kasse in deinem Lieblingsrestaurant. Und während du das Dessert vernaschst, rempelt irgendwer's ständig an. Ich kann nicht lang ohne leben. Fass dir ein Herz, ich werd's sonst nicht überstehen. Hast du kein Herz, du musst mir meins wiedergeben. Wird Zeit, dass du das merkst, sonst muss ich mir eins stehen. Ich kann nicht lang ohne leben. Fass dir ein Herz, ich werd's sonst nicht überstehen. Yeah. Wahnsinn, wie heiß das hier ist. Dankeschön. Komm mal zu dir hoch. Geht's euch noch gut? Sehr schön. Wir müssten jetzt direkt auf die andere Seite dieses Platzes hier. Könntet ihr uns vielleicht so eine kleine Schneise freimachen? Das wäre fantastisch. Kommst du mit? Und zwar wollen wir jetzt Tape-Rouletten. We'll be right back.
für Teeprolet. Komm doch hier am besten hier hin. Ja. Genau, dann können dich die Menschen sehen. Ach so. Und jetzt wird per Zufall mal ausgewählt, wer eine Frage an dich hätte. Geil, schau mal. Ja, das ist per Zufall. Hallo. Hallo, Mariella. Hallo. Servus. Grüß dich. Wo ist denn Nussloch? Hallo. Was ist denn Nussloch? Das liegt bei Heidelberg. Bei Heidelberg. Ah, sehr schön. Du hast eine Frage an Clueso, dann bitte. Genau, also hallo erstmal. Und ich wollte dich fragen, was dir von deinen Liedern, die du jetzt im neuen Album hast, am besten gefällt. Oh, das ist, wie man auch Musik hört, das ist immer tagesformabhängig. Es gibt Tage, da mag ich da mag ich Rollen zum Beispiel sehr. Es gibt zurzeit mag ich Beinahe sehr. Die finde ich ziemlich rockig. Und das ist immer unterschiedlich. Und Herz jetzt gerade. Ja, ich habe Beinahe heute das Video von mir gesehen. Finde ich echt gut. Stimmt, das ist heute rausgekommen um 12 Uhr mittags. Habt ihr das schon gesehen? Hat das jemand von euch gesehen? Oh, hier hat es noch niemand gesehen. Okay. Ja, also. Okay. Ja. Die Leute gehen ja auch raus. Ja, ja, es ist auch noch ein echtes Leben draußen. Ja, Mariella, tschüss, Grüße nach Nussloch. Ciao, mach's gut, dankeschön. Mensch, schauen wir mal. Sehr geil. Hello. Hallo, Mia. Mia, hi. Hallo. Servus, deine Frage an Klüsen, bitte. Ich wollte einfach fragen, was du so in deiner Freizeit machst, ob du irgendwas anderes machst außer Musik. Gute Frage. Hast du denn überhaupt Freizeit? Nee, ich habe zurzeit wenig Freizeit und ich wollte jetzt eine Woche Pause machen, aber dann hat sich das Video ein bisschen verzögert und da haben wir in dem Video rumgebastelt, so guck ich rein. Und in meiner Freizeit, wenn ich mal Zeit habe, dann liege ich eigentlich nur rum und gucke extrem dumme Filme, weil ich da mein Gehirn nicht anstrengen muss oder irgendeine Serie. Ich glaube Breaking Bad hat es mir angetan. Und ja. Oder ich gehe extrem gerne in die Sauna. Ja. Echt jetzt? Ja. Ist noch so ein Ostding, so FKK und Sauna? Das ist kein Ostding. Das ist einfach so, ich finde das cool. Ja. Da kann man rumsitzen und man strengt sich trotzdem an. So, finde ich auch gut. Ja. Ja, Mia, dann weißt du jetzt Bescheid. Vielleicht siehst du ihn ja demnächst in der Sauna in Köln, ne? Vielleicht. Tschüss. Ciao. Ciao. Ja, einen können wir noch, oder? Einer geht noch. Ja, einen. Oder einen, ne? Hallo, Katha. Katha, grüß dich. Hallo. Hi. Hi. Na? Na? Und? Hallo, Herford ist cooler. Sehr geil, du kommst aus Herford. Sag einfach ja. 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 Cool. Hast du auch eine Frage, dann wäre jetzt die gute Gelegenheit dafür. Ja, ich wollte mal fragen, wen du deine Lieder schreibst, weil viele Lieder von dir ja personenbezogen sind. Ja, wie ich die schreibe? Eigentlich setze ich mich... Für wen? Ach, für wen? Für wen? Für wen? Ah ja. Unterschiedlich. Ich versuche auf meinen Erfahrungsschatz zurückzugreifen und gucke in dem Moment, wo mich ein Akkord kitzelt, was da aus mir rauskommt. Ehrlich gesagt schreibe ich erst und gucke dann und versuche das so zu verschlüsseln, dass man das nicht gleich rauskriegt. Ja. Ich dachte, du schreibst für deine Fans. Okay. Ich schreibe, nee, tut mir leid, ich schreibe nicht für meine Fans. Ich schreibe für mich in erster Linie. Und sorry. Ich finde es total geil, dass ihr darauf abfahrt, weil sonst würde es keinen Sinn machen, aber ich würde es trotzdem machen. Okay. Deswegen Dankeschön an euch. Ja, und danke an Katha. Ciao. Ja, bitte schön. Danke auch. Tschüss. Ja, ich dachte schon, ich sag gar nichts. Tschüss. Ja, ich würde sagen, hättest du vielleicht nochmal Lust, so ein, zwei Songs mal am Na, Stück klar, zu spielen? Für natürlich. Habt ihr Bock vielleicht noch ein bisschen? Also ich meine nur, also, wir können es nur anbieten jetzt, ne? Also wir können es ja nur anbieten. Ich bin mal wieder rüber, ne? We'll be right back.
uns will laufen, um uns zu begegnen. Die Augen zu vom Reden, frei und noch entspannt. Uns will glauben, getauft auf noch warmen Wegen. Die Nacht wirkt überlegen, frei und doch gespannt. Ich will keinen Zentimeter mehr zwischen uns. Und zu liegen, nicht weit von unserem Leben. Ich kann in deinen Augen lesen, frei und noch entspannt. Und wir lieben den hellen Tag entgegen, offen und verlegen, frei und doch gespannt. Ich will keinen Zentimeter mehr zwischen uns. Ich will ein Anfang mit mehr Tiefe, mit mehr Hintergrund, ein Ende ohne Zensur. Keine Zentimeter mehr zwischen uns, ein Fleck ohne Kontur. Ich will ein Anfang mit mehr Tiefe, mit mehr Hintergrund, ein Ende ohne Zensur. Dieser Zeit, wir bleiben im Flow. Das überschauliche Feeling in meiner gleichen Niveau ist so vieles mitzubekommen. Erleichtert um mir so, Raps zu schreiben, damit ihr vor Begeisterung so. Ich weiß schon wieso, ich rausgehe in der Rolle, die mir einfällt. Zufrieden eigentlich, im Entscheiden, wer ich sein will auf meinem Feld. Bis mein Fokus sich einstellt, glibbert in meinen Taschen, gute Laune wie Kleingeld. Klüsen, kannst du mal hier rüberkommen? Versuch dich mal hier durchzu. Oder kannst du hinten durch? Sehr gut. Mensch, dann gehe ich mal vorne rum. Wir treffen uns in der Küche. Ich komme. So. Nimm doch Platz. Ich habe mal gelesen, wenn du auf eine einsame Insel gehen würdest, würdest du einen Whisky mitnehmen. Deswegen habe ich einen Whisky da. Ist das so? Passt es? Ist okay? So einen kleinen Stammball? Ja. Ja. Nehme ich Single Malt. Aber ich bin jetzt auch nicht so die Whisky-Nase. Ja, die Tee-Nase, ja, auf jeden Fall. So. Prost. Schön, dass du da bist. Dankeschön, danke, ja, dass ich kommen durfte. Ich bin mir nicht sicher, ob es den Leuten gut gefällt hier. Was hast du so für ein Gefühl? Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Jetzt habe ich auch wieder ein gutes Gefühl. Sehr schön. ich habe gelesen, es hat mich ein bisschen überrascht. Du hast dich gefreut, dass der Papst in Erfurt war. Nein, das habe ich nie gesagt. Dachte ich mir. Ich hab's doch. Ey, ich hab's mir gedacht. Ich habe auch schon diverse Leute drauf angesetzt, sozusagen. Krieg mal raus, wann habe ich das erzählt? Es interessiert mich eigentlich gar nicht. Also, ich finde es okay. Ja. Ich kam gerade aus dem Kickerkeller, als der Pope bei uns war. Und bin nach Hause und musste erstmal meinen Rausch ausschlafen. Und ja, ist halt auch scheinbar so ein Superstar irgendwie. Ja, scheint so, ne? Haufen Leute dort. Die Pilger, alle im Jack Wolfskin. Ja. Am frühen Morgen mit Backstage-Pass. War bestimmt was Tolles. Aber das wäre nichts für dich, oder? Was? Glaubst du, also bist du gläubig? Bist du katholisch?
Ich bin nicht katholisch, ich bin Atheist, aber ich glaube an das Göttliche in uns und brauche dafür keine Kirche, aber ich habe schon einen Glauben so irgendwie. Der schwirrt da so rum und ich denke da auch an Sachen irgendwo. Aber nicht an einem alten Typen auf einer Wolke mit Bart. Okay. Aber es gab ja fast schon eine Sache, bist du gläubig? Ich ja. Ich bin aus Bayern. Das okay. ist so ein bisschen angeboren. Ihr müsst ja. Wegen, das gehört dazu. Ja, ihr kommt ja gleich die Polizei, wenn ihr sonntags arbeitet. Nee, das ist mittlerweile kein Problem. Ich lebe im Exil. Aber es gab ja so eine Ersatzreligion, Apple. Steve Jobs ist ja gestern Nacht von uns gegangen. Bist du einer seiner Jünger gewesen? Auch ein Opfer der Produkte? Oder? Opfer? Ja? Ich bin ein Mac-Opfer, weil das ist ein sehr gutes Produkt, muss man sagen. Die Qualität stimmt, aber die Philosophie nicht. Und das war eigentlich Steves Job, das cool zu machen. Aber ich fand das nicht alles cool. So. Das heißt, du bist nicht traurig jetzt? Ja, wenn man mal irgendwas kaufen will, ist schweineteuer und es funktioniert nicht alles. Und ich habe zum Beispiel, aber ist jetzt länger, ich habe einen großen Computer, einen wahnsinnig geilen Monitor, ich kann den nicht da anschließen. Ah ja. Und keiner kann mir sagen, warum. Ja, ja. Jetzt wird es dir niemand mehr sagen können wahrscheinlich. Jetzt kann es mir keiner mehr sagen. Ja. Jetzt gibt es den Isaac. Ja, schön, dass du... Machst du es jetzt wirklich, Alex, eigentlich? Was machst du? Ja, mach mal schön, aber alles weg, ne? Das finde ich super. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber er rasiert gerade seinen Bart ab. Ja, das ist ein Applaus. Der Hausmeister. Ja. Ob du dann noch als Hausmeister arbeiten darfst danach? Bestimmt, ja. Jetzt war ja wieder Tag der Deutschen Einheit, da wurde wieder viel auf Ost und West rumgehackt und drüber gesprochen. Ich glaube, du kannst es schon fast gar nicht mehr hören, aber meinst du, deine Karriere wäre anders verlaufen, wenn du nicht nach Köln gegangen wärst? Das ist sehr spekulativ, aber mit Sicherheit wäre das anders gelaufen, na klar. Also es gab gar keine, es sind natürlich viele glückliche Umstände, so dass ich überhaupt einen Plattendeal gekriegt habe und nicht praktisch die ganze Zeit arbeiten musste und frei Musik machen konnte. Zumal ich aber auf dem Arbeitsamt war und die gesagt haben, Alter, du bist klinisch tot. Du hast keinen Führerschein, abgebrochene Friseurlehre und hast noch nie im Lager gearbeitet und vergiss es, geh wieder heim. Und da habe ich Glück gehabt praktisch, dass ich eine Art Tape zusammengestellt habe für einen Typen, der das mitgenommen hat und rumgezeigt. Und ich weiß nicht, ob das in Erfurt passiert wäre, weil es da gar keine Plattenfirmen gibt. Man hatte, also da ist ja auch ein bisschen was zugeflogen dann auch, kann man fast sagen, ne? Ja, also man hat ja immer, du machst halt irgendwas also als Künstler und versuchst es nach außen zu bringen und dann gibt es Leute, die das sehen und vielleicht auch schon einen Schritt weiter sind, als man selber ist und überlegen, was ist das eigentlich und wo gehört das hin und mitfiebern, das ist wichtig. Weil worauf ich hinaus möchte, ist folgendes. Wenn man dich so sieht, du bist eine unglaublich entspannte Person, man hat das Gefühl, du hast alles unter Kontrolle. Du sagst es zumindest, dass du ein Control Freak bist. Das hat Christoph gesagt. Ja, das ist ja manchmal besser, wenn es ein Außenstehender, also einer, der mit dir arbeitet, sagt. Ich habe bloß die Frage, hast du denn auch so einen Killer-Instinkt, weißt du? Haust du auch mal richtig auf den Tisch und sagst, hey, so nicht, weil du bist, ich kann es mir gar nicht vorstellen, das Business ist doch so scheiße, oder? Frag mal die Band. Der haut doch sicher mal auf die Kacke, oder? Oder haut ihr nur auf die Kacke? Ja, also er greift dann schon durch und macht mal so richtig... Das ist auf jeden Fall, es ist auch eine... ich bin Energietyp, ja, ich wirke zwar entspannt, aber ich bin eigentlich die ganze Zeit an. Das ist meine Stärke, aber das ist auch meine Schwäche. Und deswegen haue ich natürlich auf die Kacke, wenn ich was will und überrenne auch Leute, überrumpel die und bin auch mal ein kleiner Musiknazi im Studio, wenn ich eine Vision habe und meine das aber eigentlich nicht so. Das muss ich dann immer hinten dranhängen. Aber das kann auch verletzend sein und das ist... Echt? Kann man sich gar nicht vorstellen? Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, klar. Danke. Ja. Wir machen ein bisschen Musik jetzt nochmal. Okay, cool. Alex, bist du eigentlich fertig? Können wir das Endprodukt noch ganz kurz sehen? Komm nochmal ins Licht runter. Komm nochmal ins Licht. Komm mal, Alex. Herrlich. Ja, schön. Hallo, Alex. Schön. Da bist du wieder. Ich fühle mich so frei. Ja, bist du auch. Und wir gehen mal in die Mitte, denn wir haben ja eine Besonderheit bei On Tape. Ich fand den Bart cool. Ich fand den Bart eigentlich auch ganz okay, Alex. Ja, nächstes Mal steht er wieder. Und zwar gibt es jetzt noch eine Special Performance von Clueso. Und zwar mittendrin, mitten bei euch. Habt ihr schon ein bisschen Platz gemacht? Da vorne. Danke. Dürfte ich mal ganz kurz? So. Vielen Dank. Oh Gott.
Bist du bereit? Okay. Ja, ich bin gleich soweit. Hilfe! Nicht, oder? Okay, cool. Vorsicht. Und los. Hier und da komme ich auf die Idee, einen anderen Weg zu gehen, mal verspielt und mal gefasst. Manchmal macht mir der Nase nach einfach das unbeholfene Spaß. Ich beweg mich gerne in meinem Kreis, doch jeder noch so kleine Teich sollte verbunden sein zum Meer. Immer wenn ich was Neues ausprobier, lauf ich wie barfuß über Glas. Yeah. Doch ich fühl mich federleicht, weil es sich fast immer lohnt. Und so erscheint es nicht, so bleibt wie es ist, fast schon wie gewohnt. Wenn mich das Neue dann berührt, tanze ich zuerst für mich allein, da mach ich all die anderen wach. Doch immer wenn was neu beginnt, sagt auch etwas in mir, das war's. Fast immer rund. Und so erscheint es nicht, so bleibt wie es ist, fast schon wie gewohnt. Dankeschön. Wow. Ganz schön heiß, ne? Ja. Ich würde sagen, ihr könnt jetzt nochmal zurück auf die Bühne. Ihr habt noch ein paar Lieder für uns vorbereitet, mindestens, ja. Oder? Ja, mindestens ein paar. Mindestens ein paar. Mindestens ein paar. Das finde ich sehr wenn schön. Ihr mal kurze Frage, wie geht's euch denn hier so? Geht's euch gut? Naja. Also, falls jemand von euch nochmal Lust hat, wiederzukommen und nochmal hier vorbeizuschauen bei On Tape, am 3. November ist es schon wieder soweit. Wir haben eine tolle Band bei uns, die heißt Kasabian. Oh, würde ich auch gern sehen. Ja, kannst vorbeikommen, wenn du nicht auf Tour bist wahrscheinlich gerade. Aber ich ne? kann es ja gucken, ihr streamt das doch auch, oder? Ja, kommt im Netz und natürlich auch wieder bei ZDF Kultur im Fernsehen drin. Und also am 3. live um 21 Uhr im Netz und am 4. den Freitag um 23 Uhr bei ZDF Kultur im Fernsehen drin. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und euch jetzt noch viel Spaß mit Clouseau und der großartigen Band. Großer Applaus! Was du suchst, sobald du es gefunden hast, ist alles.
alles getan. Beinahe hättest du auch noch mich bekommen. Das ist schon nicht schlecht, beinahe wär ich dir nicht entkommen. Es verdient Respekt, doch nur beinahe wär ich dir nicht entkommen. Tja, so ein Pech. Oh, 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 ich lass dich gern in deiner Welt allein. Wie kann jemand so hübsches nur so hässlich sein? Du kriegst, was du willst, willst alles und nimmst noch mehr. Ich lauf dir jetzt nicht mehr hinterher, weil du nur mit falschen Farben malst. Hab ich ein Bild von dir, das nicht mehr strahlt. Wär ich dir nicht entkommen, doch ich bin weg, beinahe hättest du auch noch nicht bekommen. Es verdient Respekt, doch nur beinahe wär ich dir nicht entkommen. Ich hab Sonnenpech. Grüße von Band.